Dünn. Bist du spät dran, muss ich dann jetzt Burpees machen. Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Happy Birthday. Viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Mona. Zum Geburtstag viel Glück. So schön wie noch nie. Vielen Dank. Also ich glaube auch, das war einer unserer besten Auftritte bisher. Ach, ja. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ja, alles voll lieb, danke. Herzliche Grüße aus dem Danke, ihr Lieben. Es klang übrigens super. Es war lange nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Wir können das noch schlechter. Ja? Jetzt sind wir ein. Jochen, du darfst dich auch wieder auf laut machen, wenn du möchtest. Oh. Also gedacht habe ich, aber ich wollte es nicht sagen. Jochen, schiefe, ich singe mal ein anderes Lied, Geschichte hat irgendwie dazwischen gefehlt. Nee, deswegen klang das ja auch so schön, weil ich nicht gemerkt habe, dass ich wieder stumm bin. Ja. In dem Moment, wo ich Aufnahme drücke, wird der automatisch stumm und ich habe es vergessen umzuschalten, aber da hast du einfach Glück gehabt. Ja. Das war schön. Ja, liebe Mona. Alles Gute nochmal. Leider bist du ja ein wenig gehandicapt, ja, schultertechnisch. Yep. Deswegen nicht wundern, die Mona hat gleich die Qual der Wahl und darf sich einen Teampartner raussuchen, natürlich als Geburtstagskind. Aber die Mona wird dann die ein oder andere Übung ein bisschen anpassen, so wie es für sie passt. Da haben wir schon vorher drüber gesprochen, aber ich glaube, dass das unproblematisch ist. Und damit würde ich jetzt mal Mona bitten, mir zu sagen, mit wem du heute deinen Geburtstag sporteln möchtest. Fangfrage. Das ist echt mies, genau. Jetzt muss ich mal überlegen, mit wem ich noch nie gemacht habe. Dann mache ich... Also ich frage mal einfach, weil wie gesagt, ich mache ja ein bisschen andere Sachen, nicht, dass es irgendjemanden stört. Jule, mit dir habe ich noch nie gemacht. Stört dich das, wenn ich was anderes mache oder passt das? Also da haben wir Jule und Mona schon mal verkauft sozusagen. Die Franzi hat sich freiwillig gemeldet, weil sie noch nicht hundertprozentig fit ist. Die würde so ein bisschen mitsporteln als neunte Person in Anführungsstrichen. Insofern sind wir jetzt vier Zweierteams, was acht Leute macht. Und als nächstes sagt mir jetzt einfach die Susi und du sagst mir nicht, ist mir egal, sondern sagst mir konkret, mit wem du Sport machen möchtest. Mit Valerie. Valerie, Alter. Da bebt die Erde heute. Dann, Dagmar. Ich weiß genau, wen Dagmar nimmt. Ich nehme die Elfie. Ist das lustig? Ja, das war klar. Aber wir haben auch noch nie, gell? Nein, wir haben es noch nie. Svenja, du hast jetzt die absolute Qual der Wahl. Wer ist noch da? Die Jochen nur noch, ne? Okay, ich nehme den alten Mann. Du hast den, oh Gott. Nimm den Knochen. Du hast den Joker gezogen heute, ja? Die sogenannte Arschkarte. Ich nehme den Knochen, das ist okay. Die Arschkarte hast du, okay. Liebe Valerie, liebe Frau Assistenz. Ich trinke gerne mit dir. Ja. Ja, ich auch. Dann wird das alles gut, ja. Kannst du mal einen Tick höher schieben, bitte, bis zu What Prep? Nee, halt bis Happy Monat. Höher. Also nee, das Warm-up lassen wir weg. Genau. Ich würde erstmal ins Workout reingehen. Genau, jetzt sehen wir alles. Jawohl, Happy Monat steht heute auf dem Programm. Wir haben 4 M-Raps. Das schon mal merken. Jedes M-Rap dauert 10 Minuten und 30 Sekunden. Im ersten Durchlauf machen wir so viele Knees to Elbows mit unserem Partner wie möglich. Natürlich wieder die Logik, wenn er arbeitet, habe ich Pause. Wenn ich arbeite, macht er Pause. Also das ist wieder klar, dass ihr euch dann mit eurem Partner abstimmt. Knees to Elbow, wer eine Stange hat, wo er das machen kann. Wer das nicht hat, macht Tuck-Ups. Allerdings werden dann die Tuck-Ups als durch 2 gerechnet. Also wenn ich jetzt 4 Tuck-Ups gemacht habe, sind das eigentlich 2. Ja, damit das dann mit den Knees to Elbows wieder einigermaßen hinkommt. Zu den Knees to Elbows sage ich dann nochmal was, damit die auch richtig gemacht werden. Das ist die erste Runde. Dann haben wir nach 10 Minuten 30, 2 Minuten Pause. Zweite Runde,
Kettlebell oder Dumbbell, egal was ihr dafür nehmt, One-Arm-Swings und zwar alternierend. Haben wir auch schon mal gemacht. Das heißt, da werden wir noch mal ein bisschen üben, dass wir hier den Wechsel einleiten. Zack, zack, zack. Immer wieder Wechsel mit 16 Kilo für die Damen und 24 für die Männer bei der Kettlebell, 22,15 bei der Dumbbell. Ja? Russian. Ich habe es zu spät gesehen. Russian Swings. Ja, also alles andere wäre, glaube ich, lebensgefährlich mit einem Arm. Ja, genau, deswegen sage ich es gar nicht mehr, also russische natürlich. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, außer du möchtest, dass hier Blut schmilzt, Mona, ja. So, da haben wir die One-Arm-Swings abgefrühstückt, auch für 10 Minuten 30, 2 Minuten Pause. Dann kommt eine Übung, die wir noch nie im Workout hatten, wollte ich aber endlich mal machen. Wir machen Goblet Bulgarian Split Squats. Ich nehme jetzt hier mal meine kuschelige 22,5er. Das heißt, da auch eine Logik. Knie berührt kurz den Boden, oben Hüftstreckung. Und wir haben unser Gewicht hier vorne in der Frontreckposition. Dann Wechsel, Beinwechsel. Also da überlegen, auf jeden Fall 50% pro Bein. Da wäre vielleicht so ein 5 Wechsel ganz gut. 5 auf dem einen Bein, 5 auf dem anderen Bein. Dann Partnerwechsel. Die haben wir auch mit drin. 2 Minuten Pause und dann muss ich ganz schnell was holen. Haben wir entweder mit Dumbbells oder Kettlebells oder mit der Langhantel den Thruster Bear und zwar hergucken. Der Thruster Bear schaut so aus: Wir fangen an mit einem normalen Cluster. Raus, hinten rein, ab, raus. Das waren 2 Wiederholungen. Vorne, vom Boden, zack, raus, hinten, raus. Also wir müssen immer wieder vom Boden starten mit der zweiten Wiederholung. Ja? Wer jetzt nur Dumbbells hat, macht es genauso, muss aber auch wieder die zweite Wiederholung vom Boden starten. Also startet immer mit einem Cluster zu einem Thruster. Nur, dass die mit den Kurzhanteln nicht hinten ablegen können. Mit der Langhantel geht das natürlich. Sondern die nehmen einfach die hoch, zack, normale Thruster, hoch, vor. Und wie viel Gewicht? Unsere normale Eichsgewichte. 15, 15, 22, 22, 24, 24, 16, 16. Ja? Die Langhantel? Oh. Ach so, ja. Du warst. Da hast du das Fran-Gewicht. 42,5, 30, genau. Ja? Kannst du das mit der Kurzhantel oder mit der Kettlebell nochmal zeigen? Klar. Nehmen wir mal die Kettlebell, da ist es ein bisschen schwieriger, weil du ja auch nur die Kettlebells hast. Da würde ich, glaube ich, wahrscheinlich von hier anfangen, zwischen den Beinen, ich mach's mal ein bisschen schräg, hier ein bisschen durchschwingen. Zack, Frontdreck, raus, Schulter, raus. Zweite, jetzt die dritte Wiederholung, zack, vom Boden, zack, raus. Aber nochmal zähle ich sie nicht. Eigentlich nur zwei, oder nicht? Nein, du machst einen Cluster und einen Thruster. Ja. Also quasi einmal vom Boden und dann einfach hier. Ja. Und dann quasi wieder vom Boden und wieder einfach. Also ein Thruster vom Boden ist ein Cluster. Deswegen machst du einen Cluster und einen Thruster. Aha. Liebe Julia. Okay, Knochen. Ja, danke. So, genau. Und das ist dann auch schon der letzte Durchlauf. Also das wird dann... Mit Abstand das Anspruchsvollste, technisch als auch vom körperlichen Anspruch her. Deswegen da gut überlegen, welche Logik ihr wählt. Was noch dazu kommt, alle 90 Sekunden machen wir im Team. Es piept dann 42. Ah, das ist, ach, du hast noch alt. Hast du gerade aus der Liste rauskopiert? Ja, gerade. Moment, nee. Geh mal rein ins Ändern und ändere mal die High Knees Bows in Tap Jumps. Weil ich habe das probiert. Die Tap Jumps machen da mehr Sinn. Ja, du hast hier stehen Start with Tap Jumps, aber hier hast du noch High Knees stehen. Ach so, dann war das der Fehler. Genau.
Also 91 Sekunden und wir starten auch mit den Tapjumps. Machen wir 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganz schnell Tapjumps. Zack. Gewicht zur Seite und weiter geht's. Ja? Das müssen aber beide dann gleichzeitig machen. Gibt es grundsätzlich erstmal Fragen zum Ablauf? Ist ja gar nicht so viel laufen dann. Nee, ich habe das Rauchen rausgenommen, das haben wir jetzt nur im Warm-up drin. Andere Schuhe. Mhm. Okay. Ja, kannst du mal nochmal ein bisschen hoch scrollen, damit man nur das Workout sieht, Valerie? So, und jetzt sagt ihr mit, bitte, kleines Quiz, ihr habt eine Minute Zeit, bis wir ins Warm-up gehen, wie viel Mal wir die Zahl 42 im Warm-up, im Workout haben. Also nur im Workout. Na, Uli, 2 Minuten. Uli, 90 Sekunden. Ja, wie oft? Ja. Oh. Aber wir müssen ja zusammenrechnen. Ja, wir haben die 10 Minuten 30 zusammen, macht 42. Dann die 3x42 Tapjump. Da sind 30. 130 Minuten 30 dann das. Das dauert mir zu lange, können wir anfangen? 31, 30 durch 90. Na, durch. Ach. Okay, dann löse ich euch auf. 29 Mal, weil alle 90 Sekunden macht 7 Mal pro Durchlauf. 4 Mal haben wir den Durchlauf, macht 7 mal 4, macht 28. Und einmal haben wir 10, 30, 10, 30, 10, 30. Macht auch 42, sind dann 29. So, okay. So viel zu den Rechenkünsten am Morgen. Warm-up! Ich wollte euch jetzt ersparen beim Warm-up, dass wir 1980 Meter rennen, dreimal oder viermal. Deswegen laufen wir ganz entspannte 198 Meter oder 20 Shuttle-Runs, kommen dann zurück, machen 9 schnelle Mobility-Squats und 7 Hindu-Push-Ups und das Ganze einfach viermal durchmachen. Aufgabe verstanden? Ja? Okay. Dann darfst du die Uhr mal starten, Valerie, bitte. Und dann laufen wir einfach los. Wie gesagt, 20 Shuttle Runs oder 198 Meter laufen. Los geht's. Oh, ist das nass. Also Hände bleiben immer unter den Füßen bei dem neuen Stück. Und 7 Hindu-Push-Ups. Mal wieder laufen? Ja. Ja. Genau.
Aber die sind auch gewonnen. Ja. Wie viele? Vier? Oh, komm.
Darf ich mir die Meerwasser dann eigentlich auch nur zentral nehmen? Nein, zwei natürlich. Aber ich habe viel mehr, und also mit kurzer Zeit dann noch mal viel schwerer. Nee. Das ist gemein. Ich denke ja, man macht eh nur einen Bär, also zwei Wiederholungen und dann ist Wechsel, wäre mein Ansatz, glaube ich. Jocke, bist du so ein Lemmi? Aber das kommt nicht so gut. Jocke, bist du so ein Lemmi? Zeigst du noch einen Bär? Weil ich habe vorhin noch nicht viel aufgebaut und ein bisschen gepennt. Einen nur. Kleinen Moment. Okay, warte. So, hörst du mich? Ja, ich sehe dich, ich höre dich. Okay, also vom Boden. Das waren zwei Wiederholungen. Das waren zwei. Okay. Also vorne und hinten ist immer zwei. Vorne eins, hinten eins, zwei. Aber du musst immer wieder nach vorne gehen, wenn du mehrere machst. Ich kann auch eine Kurzhantel hinten ablegen. So, dann packt mal eure Gewichte auf, beziehungsweise gehen wir mal gemeinsam durch. Aber ich muss auch noch mal kurz das Thrustergewicht suchen, beziehungsweise Wehrgewicht. Warte mal, das sind dann, das sind die 15 nehmen, Scheiße. Ja. Du, Adelaide? Ja? Nach den Tap-Jumps fängt einfach immer der an, der gerade nicht gearbeitet hat vorher, okay? Okay. Also, ich verstehe das richtig, ja? Also jetzt bei den Tuck-Up machen wir so lange, bis ich, sage ich mal, nicht mehr kann. Und dann gebe ich weiter. Eigentlich ja, wir könnten aber gern auch eine Wiederholungszahl festlegen. Ja. Mach mal aus. Kennst du was mal an? Weiß nicht. Wie viel? Der zweite gezählt, das heißt, du könntest 20 machen, dann ja. Ist immer. Ja. 20 zu viel? Nein, 20 passt, hätte ich jetzt auch gedacht. Gut. Also, wenn ihr 20 macht, wisst ihr, sind dann 10 gezählt, gell? Was wird das? Wenn ich hier richtig verstanden habe, macht ihr 20 Tuck-Ups, sind dann 10 gezählte. Ja. Weil die durch 2 gerechnet werden. Ja. Ah, das ist alles scheiße hier. Jude, sollen wir auch festlegen auf 10 bzw. 20? So, keine Angst, wir gehen gleich alles durch. Jochen will bloß seine Langhantel testen. Sag mal, ich habe mal eine Frage. Sieht jemand die Jude noch im Bild? Weil ich so warte, ja.
Die ist gerade rausgeflogen. Die wartet. Ich lasse rein. Yes. Ich, Jochen, ich kann das nicht im Nacken ablegen. Nämlich? Dann fehlen die Mobilität. Dann machst du vorne den zweiten. Ja. Adelaide, im Workout mit zwei Gewichten, gell? Ja, ich habe die Langhantel vorbereitet. Ach so. Ich wollte mal die Übung. Hat jetzt gerade zufällig, als ich gerade weg war, noch mal jemand gesagt, wie es schlau ist, sich da aufzuteilen? Oder habt ihr da eben mal drüber geredet beim Joggen? Ja, Mona wollte mit dir gerade drüber reden. Ja, ich hatte gerade, aber das machen wir, die anderen vorgeschlagen haben. Also bei 10, wenn du niest, du Elbows machst und 20 Tuck-Ups, weil das zählt ja wirklich die Hälfte. Und dann wechseln, dass man nicht macht, bis man nicht mehr kann, sondern dass man eine gewisse Anzahl immer hat zum Wechseln. Ja, und bei den anderen Übungen? Achso, da haben wir ja noch die 2 Minuten dazu. Soweit sind wir noch nicht. Wir gehen das jetzt erstmal durch. Warte mal, ich muss jetzt erstmal mein Gewicht vorbereiten. Jetzt gucken wir uns erstmal nochmal die Tuck-Ups an und die Knees to Elbow. Es wird sowieso ungerade mit den 90 Sekunden. Da wirst du wahrscheinlich eh unterbrochen. Die Wiederholungszahl wird man gar nicht. Ja, stimmt. Genau, also dann müsst ihr wirklich an dem Moment abbrechen, wo ihr gerade seid, wenn es piept. Also, Knees to Elbow betreffen jetzt, vermute ich mal, im Moment Franzi, Susi und meine Wenigkeit. Auch. Wer war auch? Ah, ja, sag mal, ja, genau. Genau. Also, die Dagmar macht es schon ganz gut vor. Ich sehe es nicht komplett, aber ich glaube, das passt ungefähr. Auch wenn es Ringe sind, da ist es natürlich nochmal ein bisschen leichter. Wir berühren mit den Knien den Ellbogen. Ich sehe immer wieder in den Boxen, dass die diese machen hier. Da berühren die irgendwie den Oberarm und sind glücklich, ja. Aber es muss der Ellbogen berührt werden. Hier, deswegen, zack, hier richtig hoch, zack. Die sind aus meiner Sicht bedeutend leichter als Post to Bar. Aber Ellbogen sollte berührt werden. Ah, da fehlt mir der Kipping-Schwung, Susi. Ja, ich merke das. Du machst sie nicht so oft, gell? Deswegen nutzt die Zeit und üb noch ein bisschen. Weil der soll ich die tatsächlich da machen? Ich habe es jetzt nur mal getestet. Wo und sonst? Wo willst du die sonst machen? Okay, und für die den normalen Tuck-Ups machen, mach das mal hier auf der Matte, wir haben eine komplette Körperstreckung und berühren die Füße. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Das ist dann eure Skalierung. Soweit erstmal klar? Ja? Ihr könnt jetzt gerne kurz diskutieren, welche Anzahl ihr macht und dann gehen wir zur nächsten Übung. Ich glaube, das macht vielleicht mehr Sinn. Wie viel schaffst du denn am Stück? Ja, das frage ich mich auch gerade. Am liebsten würde ich Tuck-Ups machen, da bin ich schneller. Also wenn ich einen Vorschlag machen darf, Susi und Valerie, weil wir haben ja dieselbe Konstellation mit Svenja und ich. Ich glaube, ich würde immer 5-10 machen. Das heißt, ich 5 ja, wollte ich auch gerade sagen. Und der Partner 10. Ja. Also du machst 5, Knees to Elbow und ich mach 10. Das sind dann für Valerie auch 5, aber ich glaube, dann ist meine Pause ein bisschen auskömmlicher und da kann ich länger durcharbeiten, wenn ich jetzt 10 mache, zum Beispiel bei Knees to Elbow. Svenja, hast du verstanden? Wollen wir das machen? Ich mach 10 und du 5. Genau. Kannst du mal gut rechnen, Valerie. Oh. Und jeder zählt nur seine Wiederholung. Das heißt, du zählst immer deine 10 und zum Schluss in den 2 Minuten Pause teilst du die durch 2 und dann haben wir es schon. Dagmar, ja? Soll ich dann 15 und du 5? Aber ich hänge mich hier schon ran, Jochen. Ach, du 10. Mach den hier. Okay. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, dann mach die halben. Ja, genau. Ja, ich kann auch auf den Boden gehen, mir ist egal. Nee. Alles gut. Gut. Meine neue Übung ist immer gut. Ja, sehr gut. Okay, dann mach die. Aber dann bleiben wir trotzdem bei 5-5. 5, okay. Und meine zählen dann auch einfach. Genau, logisch. Ja. Gut. Okay. Okay. So, hat jeder seinen Ablauf? Passt es für dich, Edith? Du kannst gerne machen, wann du willst. Wir gucken. Erzähl mal einfach jeder durch und in der Pause dann ist einmal geschwind zusammen. Genau. Gut?
Okay, also ihr habt dann 2 Minuten Pause und dann geht's wieder los. Es startet dann wieder mit den Tap-Jumps. Immer dran denken, es startet immer mit den Tap-Jumps, jede Runde. Und danach geht's dann in die einarmigen Kettlebell-Swings russischer Art. Das heißt, hier mit einer Hand das Gewicht in Bewegung bringen. Armwechsel, Armwechsel, Armwechsel. Bitte auch mal jeder mit seinem Gewicht ausprobieren. Mit der Dumbbell geht das auch ganz gut. Den Daumen damit einmal tapen. Ja, wollte gerade sagen, Dumbbell ist Tape ganz gut, sonst reibt euch den auf. Ach, Susi, wollen wir da auch immer 10 machen? Ja. Da finde ich 10 auch ganz gut, Svenja, oder was sagst du? Jo. Und fangen jetzt dann alle nach dem Tap-Jump dann immer der nächste an, weil dann wird es ja ungerade, oder? Habe ich nicht verstanden, was du meinst? Ja, vorhin hatte doch mal die Dagmar vorgeschlagen, dass wenn dann die Tap-Jumps sind, dass dann halt immer der andere weitermacht. Ja, wenn wir eine feste Anzahl machen, dann macht es, glaube ich, Sinn, dass man die zu Ende macht. Genau, ja, würde ich auch sagen, Mona, danke. Ja. Ja. Und nicht wundern, bei den Swings mache ich Deadlift. Genau, dann machst du Double Deadlift links und rechts, gell? Weil das schon von der Geschwindigkeit ungefähr gleich ist. Starte? Gern. Okay. Und Jule, machen wir jetzt 10, wie die anderen gerade vorgeschlagen haben, oder 20 am Anfang? Bei den Tuck-Ups 20, weil die machen ja die... Gut. Passt. Oder? Ja. Okay, kannst du mal ein bisschen runterscrollen, bitte, Valerie? So, dann kommen wir zur vorletzten Übung, das sind die Bulgarian Split Squats. Ich habe es im Intro schon kurz gezeigt. Ihr nehmt euer Gewicht in die Goblet-Position. Es sollte auf jeden Fall das Gewicht sein, was ihr auch für die Swings habt. Und dann erstmal ein Bein. Überlegt euch eine Anzahl, wie viel ihr machen wollt. Ich würde wahrscheinlich 5 machen, dann Beinwechsel. Ich mache 5 und dann Partnerwechsel. Ich muss aber beide Beine, ich muss erst beide Beine gemacht haben. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache rechts, dann Susi rechts, weil, okay. Nee, da kommt ihr durcheinander. Wir machen pro Partner links, rechts eine Anzahl und dann Wechsel. Und da wäre mein Vorschlag, Svenja, wer 10? Also 5-5. Weil die ziehen ganz in Luft, die Dinger, glaube ich. Oder Susi, gehen wir da mit? 5-5? Gehen wir mit. Unser Förster Bier, da habe ich echt Respekt vor mit den... Hat einen Stuhl da oder eine Box oder irgendwas? Es sollte im besten Fall so hoch sein, dass ihr mit dem Knie immer noch am Boden kommt. Ja? Ich habe ein Kissen hier drunter, das berühre ich. Ja, das sieht gut aus, Adelaide. Oben Hüftstreckung, genau. Genau das. Ha. Nein, dann schaue ich ja gleich den ganzen Laden wieder zusammen. Okay. Gibt es zu der Übung Fragen zu den Goblet Bulgarian Split Squats? Hat jeder seine Anzahl? Okay. Dann letzter Durchlauf. Das Schönste kommt natürlich immer zum Schluss. Unser Thruster Bear. Ich habe es hinreichend gezeigt. Ein Durchlauf ist vorne und hinten. Also ich zeige nochmal einen Durchlauf. So, das waren jetzt 2 Wiederholungen. Dann würde ich wahrscheinlich warten, bis die Svenja fertig ist mit den 2 Wiederholungen. Dann mache ich wieder. Also da muss man wirklich gucken. Die ziehen ordentlich Saft. Dass man da nicht zu hektisch reingeht. Ja, das hängt natürlich auch viel vom Gewicht ab. Mit 2 Wiederholungen meinst du einen Durchgang, ne? Korrekt. Dass wir uns da richtig verstehen, ja, okay. Ein, genau. Ein Bär sind 2 Wiederholungen. Ein Bär sind 2. Oh Gott. Genau, und die Mona macht anstatt der 2, macht die 4 Front Squats, oder? Mona, das sieht schon aus, als wenn du schon was anderes machen könntest. Ich krieg sie nicht über Kopf. Nee, aber du hast sie zumindest gecleant mehrmals. Das kann ich, ja. Na, pass auf, dann mach doch
zwei Cleans. Zwei Squat Cleans. Zwei Squat Cleans. Ja, mache ich. Ich glaube, das, weil ich dachte, du kannst gar nicht cleanen, aber wenn das so geht, ist okay. Ja, dann mach zwei Squat Cleans. Ja. Anstatt der zwei Bär, dem einen Bär. Okay. Gibt es hier noch Fragen? Vorschlag, Svenja? Ich einen Bär, du einen Bär. Und so weiter. Dann ist hier noch die Geräuschkulisse für die anderen Anwesenden angenehmer. Ja, ich glaube, das wird furchtbar. Ja. Ja, das wird alles furchtbar. Okay, dann letzte Chance nochmal, die Zitrone auszudrücken oder was auch immer ihr noch machen müsst. Ich muss auch nochmal ganz kurz. Jochen, halt, bevor du abhaust, kannst du mich hier sehen? Ja. Gut. Ja, dann. Valerie, du siehst auch alles? Ich sehe dich, ja. Siehst du mich auch? Alles perfekt. Perfekt, sehr gut. Adelaide? Ja. Weil jeder für sich zählt, lautet das Kommando während dem letzten. Letzter, Adelaide. Weißt du schon? Und letzter, Pragma. Also während du die letzte Wiederholung machst für dich. Okay. Also, wann du bei den 10 bist, weil ich wahrscheinlich mit Schlafen beschäftigt bin und nicht immer hinschauen kann. Der Bildschirm ist bei mir also klein. Ja, bei mir ja auch auf dem iPad. Und wenn ich es irgendwie doch schaffe, 15 zu machen, soll ich dann machen? Ja, okay. Frei. Weil Tuck-Ups sind ja jetzt nicht so schwer im Vergleich zu deinen. Okay. Also Ramona, bei mir bist du auch mini klein und manchmal dadurch mischt es wieder die Bildschirme und wenn ich mit meinem Handy jemanden finden kann. Also ich hoffe, wir kriegen das hin. Sag mal, siehst du mich denn gut? Und siehst du mich denn aber, Jule, wenn ich so bin? Ja, perfekt. Okay. Seh dich, ja. Okay. Und ich mache dann 20 Tuck-Ups, 10 One-Arm-Swings und 15 Goblet Squats. Und bei dem Thruster würde ich auch einen mehr machen. Ja, perfekt. Eine kurze Frage. Wir machen immer eine Übung erst fertig, 2 Minuten Pause und dann kommt erst die nächste, ne? Genau. Nacheinander, okay. Nein, nach 10 Minuten 30, dann kommen 2 Minuten Rest und dann geht's weiter. Yes. Susi, gibt's für dich ein bestimmtes Wechselkommando, was wir sagen sollen, oder soll ich einfach deinen Namen rufen? Ja, nein. Alles, was du möchtest. So, letzter Hinweis nochmal, das haben wir noch nicht gesagt. Legt euch jetzt die den Widerstand oder das Gewicht für die Tap-Jumps so hin, dass ihr kurze Wege habt. Und macht nochmal bitte 20 Tap-Jumps jeder. Also das ist hier ein Tap-Jump. 1, 2, 3, 5. Links und rechts sind 2 Wiederholungen. Also jeder zählt davon 42. Und erst wenn der Partner fertig ist, der letzte Partner, dann geht's weiter. Genau so, Valerie nimmt die... Ganz genau. Okay, wer hat noch eine Frage? Ja, deine Trainingspartnerin. wir unterbrechen dann immer. Also ich meine, jetzt, wenn ich genau, eine Wiederholung habe, dann kommen die 20 Dinger und dann mache ich die letzten 2. Genau, deswegen nimm diese Tap-Jumps, was auch immer du hast, mit zu deiner Station. Nicht, dass du dann ewig erst hin und her rödelst. Nee, ich gehe hier an die Sprossenwand, unterste Sprosse. Oder so. Okay. Wieso 20? So. Jeder macht 42, ne? Jeder macht 42. Jeder 42, okay. Und wenn wir jetzt starten. Valerie, letzte Bitte, geh nochmal bitte runter, geh nochmal zu den Zahlen, zu den letzten. Ich muss mir das kurz aufschreiben, wann die Pausen sind, damit ich nicht durcheinander komme. Genau. Also bei 7 ist die letzte Runde, dann 8 ist die Pause, dann 15, 16 ist Pause, 23 ist letzte Runde, 24... Und 31, 32, geht klar. Also die lange Pause brauchst du doch eigentlich gar nicht mehr, oder? Nee, ist klar. Aber dann war die letzte Runde 31. Und die Tap-Jumps machen wir zusammen, ne? Die machen wir gemeinsam. Ja. Ja, okay. Und jeder 42. Ja. Okay, dann hab ich's. Ja. Ist Samstag früh, ja, ich weiß schon. Nein, ich hab nur dich jetzt auf Großjochen, weil Valerie, das irritiert mich, weil die 5 Minuten zurückhängt. Das Overlay. Echt? Oh, ja. Okay. Echt? Deswegen, ist es bei allen wieder so? Nee. Okay. Das wäre natürlich doof. Aber ich gebe immer Kommandos, Svenja, dann passt das. Okay, ihr Lieben, jetzt genug gesabbelt.
Jetzt wird's ernst. Es geht los mit dem... Susi, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Du fängst an? Okay. Ja. Ich fange an, Svenja. Ja, okay. Und wenn wir merken, Jochen kann nicht mehr, machst du einfach 10. Viel Spaß. Ich mach die Musik jetzt aber nicht ganz laut, damit ihr euch noch hören könnt, Leute, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Das von der Lautstärke so okay oder lauter, leiser? So gut. Ja, so ist gut, ja. Okay. Franzi, alles okay? Bist du dabei? Die wartet. Also Leute, okay. Hohe 5, viel Spaß. Jawohl. So, Achtung, Countdown läuft. Achso, es geht los mit den Tap-Jumps. Oh. Ach ja, Tap-Jumps, Susi, Tap-Jumps. Du dann Tap-Jumps. Vier, fünf. Ja, sehr gut. Komm. Zehn. Sag mal. Und Susi. 15. Jule? Ja, Valerie. Und Susi. 25. Boah. Ja. Oh. Sag mal. Achtung. Gleiches Wechsel. Und Tap-Jumps, Susi? Ja. Und Tap-Jumps. Tap-Jumps. 35 haben wir. Kannst dann direkt rein, Susi. Ich bin fertig geworden. Ja. Und du bist dran, Svenja. Wir befallen ja aber nicht die ganze Zeit durch. Und Susi. 45. Mega, Susi. Fünfzig. Fünfzig. 15 Sekunden. Und top. Kannst direkt wieder anfangen, Susi. Und du bist dran, Svenja. 65 haben wir. Jetzt haben. Gute. Sehr gut. Ja, sehr gut. Oh nein. 70. Susi. Ja, 70 haben wir. Mona. Sehr gut. Okay, Susi, wieder rein. Warte, ja. Ach, ja, letzter. Ja. Super. Ich hab nur 15 gemacht. Ja. Ich rutsche ab. 80, ja, sehr gut. Sie. Jetzt. Ah,
85. 15 Sekunden. Ah, ja. Ich kann mich nicht mehr halten. Komm, mach mit ihm, dann gehen wir die Fette an. Jawohl, Achtung. Und los. Habe ich fertig gemacht. Und na, das waren 15. Ich mach weiter. Kannst du dann loslegen, Susi? 90 haben wir. Achtung, Svenja, ich mache 5. Letzter. Und 5. Ich glaube 85, ja, oder? Ja, fertig, Halle. Ja. Besser wird's nicht. Ja, stopp, geht nicht. Letzter. Und 90. Jetzt haben wir 100. Mega Susi. Genau, und wieder rein. Und 5. Genauso. 95. Ja. Yes! Du darfst nicht sprechen, Valerie, weil du bist total versetzt. Das haben wir nur 4. Immer kommunizier. Wie war's denn? 4. Also noch über 6. Ich mach 6. Ah. Okay. Komm, gleiches Wechsel. Oh, ich kann nicht mehr. Machen wir mal 4. Ja. Step Jump, Susi. Ja. 105 haben wir, 107. Und 108. Und Wechsel. 110. Ich hab 2x4 gemacht, ne, Susi? Also einfach nicht. Ja, genau. Echt? Okay, ich mach weiter. Alles so weit bist. Ja, okay. Ich seh nicht. Warte. Und Susi. Und 5. Okay. Nach 115 haben wir. Ach, 10. 90, komm einer. Ja. Super. 120. Ich kann mich nicht mehr halten. Letzter. Ja. Cool. Und 125. Oder 130, weiß ich nicht. Nee. Oh, Jochen, komm, komm, was rein geschafft. Okay, warte. Oh, ja, warte, sehr gut zu sehen. Oh Gott. Und drei. Sag mal. Du musst jetzt zählen. Tap Jump, Susi. Achtung, 3. Und Tap. Vorletzte Runde. Vorletzte Runde. Wir haben jetzt 140. Perfekt. Okay. Du kannst dann wieder anfangen, Susi, wenn du bereit bist. Soll ich oder machst du? Ja. Ich mach 5, du musst zählen, weil ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Okay. Mega Susi, du machst das so gut. Ach, aber nur noch ein geschafft, ja? Da. Waren das 5 oder 4? 5. Okay. Bleib doch hoch, egal wie lang. Komm, sieht gut aus. Ja. Jawohl. Oh, ich kann mich nicht mehr halten. Weißt du, wo wir sind? 5 waren es. Yes, genau so. Schön zu sehen. Nur das meine ich nicht. Gesamt. 5. Ich glaube, wir sind bei 140. Jetzt 2 Mona. 2 Mona. Ja. 3. Nee, 2 waren es doch. 2, okay. Mach 3. Ja, Susi? 3. So, Achtung. 5 Sekunden. Achtung! Schaffst du. Und. Ich bin fertig geworden mit 15. Du wärst dran, Jule. Ich hab
fehlen mir noch. Okay, ich mach drei, ja? Svenja, ich mach drei. Ja, mach. Svenja, ich mach drei, okay. Oh Gott. Dein Toto war so sehr. Ja. Okay. Letzte Runde vor der Pause. Okay. Ja. Jetzt 5. Rona, 15. Rika, gut. Und 5. Letzte. 30 Sekunden ja. Noch. Ja, okay. Letzte Sache. Drei, ich versuche es. Jude. Achtung! Komm, Juli, jetzt! Sehr gut! Und. 7, okay. 15. Jetzt keine Fettjumps mehr, jetzt kommt gleich Pause. Oh, ja. Pause. Pause! Pause! Oh, warte, wie schnell! Jetzt war man schön sicher verrückt! Hast du mitgezählt alle Wiederholungen, Svenja? Nein. Also ich war bei 155. Ach schon. 50. Jule, weißt du deine Wiederholung? Oh, die war da Wiederholungen? Die war da gehängt, scheiße. Und hast du gleich durch zwei geteilt immer oder hast du komplett erstmal aufgeschrieben? Nee, ich hab erstmal. Achtung, jetzt kommen die One-Arm-Swings. Okay. Achtung, wir haben ein kleines Problem, die Valerie hängt. 10, 10, Edelette, wie viel? Einfach 10, 10 und dann wieder weitermachen, wenn wir die Tipps. Jule, machst du 10, 10 okay. Oder machst du 5, 5? Einfach immer fertig machen. Okay. Nee, wir machen einfach 10, also 5 pro Arm, aber es ist ja eh alternierend, also 10 insgesamt. Okay. Wie gesagt, ich mach Deadlift dual, nicht wundern. Scheiße. Ich glaube, wir haben ein größeres Problem. Sag mal, ich starte. Ist egal. Ich klicke mich ein als Schatten bei Jochen und Svenja. Ich hab den Jochen nämlich gerade auf dem Schirm. Oder? Wo ist er jetzt? Ich starte, okay? Ja, der Jochen ist ganz unruhig, weil die Valerie rausgefallen ist. Ja. Und nicht wieder reinkommt. Da ist er doch, da ist er. Ah, ich bin genau zur Pause rausgeflogen, Leute. Wir haben perfekt. Sorry, ich muss jetzt. Alle 30 Sekunden. 30 Sekunden. Ja, genau. Also das Overlay ist weitergelaufen. Hast du noch 5 zu Ende gemacht, Susi? Oder wie viel hast du noch geschafft? Ja, ich hab die noch zu Ende. Hab ich noch okay, dann haben wir 195, gut. Also Svenja 10, 10 Swings. Ja, du 10, ich 10. Und wir starten gleich wieder mit den Tap-Jumps. Ja? Falls ich die 10 nicht am Stück schaffe, muss ich mal nehmen. Ich schreibe dir dann die Zahl zu. Okay, alles klar. Willst du anfangen, Susi, oder ich? Ja, ich fange an. Wir müssen die Tap-Jumps machen. Svenja, du fängst an, Svenja. Okay, komm, Svenja. Jawohl. Ja. No rush, dann ist Edelette. No rush, auf Kopfhöhe. Auf Kopfhöhe. Letzter Valerie, 10. Letzter. Okay. Ja. Mona. Ja, Susi. 9. 9. 10. Epilate. Jude. 10. 15 Sekunden. Mona. Immer schön sagen, weil ich sehe dich gleich versetzt. So. Okay, ich hab 10 zu Ende geschafft. Ich muss noch 2 machen. Ach, der Pause. Ja. Jule. Ja.
Ich mach gleich 30 haben wir jetzt. Okay. Dann haben wir 40. Jetzt noch. 40. Das kann ja gar nicht sein. 40 nee, ist eben, ich hab jetzt 50 gleich. Ja, richtig, sorry. 50. Ja, ist sehr gut zusammen. Letzter, Dacke. Und noch. Letzte. Achtung, Svenja, und los. Jule. 40 haben wir. 9, Susi, und 10. 60. 60 ist gut. 9. 10. 50. Und Wechsel. 60. Tap Jump, Susi. Hab zu Ende gemacht. 20. Tap Jump. Du kannst weiter machen dann. Okay. Julia, bist dran. Komm, Svenja. Ich mach jetzt 14 Wochen. Okay, dann haben wir 70. Dann haben wir 75. Letzter, dann haben wir 90. Letzter, Dagmar. 10 Monate. Achso, du hast 4 und jetzt sind wir gerade 80. Ja. 13. Ja, noch 14. Go, Jochen. 80 haben wir. Susi und 100. 9. 100. Let's. Jude. 8. 9. Und nächste. 90. 10. Fertig, Melanie. Ja. Mache bis es piept, wir sind bei noch 10 Sekunden. Ja. Ja, mach du auch, Valerie, weiter. Sag dann einfach, wie viel du hast. Okay, dann Jonathan. Und Wechsel. Wir haben jetzt 120, Susi. Wie viel waren das denn? 12. Ich mach gleich noch die letzten 8 Jochen. Okay. Fertig? Ja, kannst du. Ja, mach ich jetzt noch. Okay. Echt? Dann sind wir bei 120. Julia. Schön, Susi. Letzter. So. 120 haben wir. 130. Okay. Susi, 9, 10, 100. Mach weiter. 11, warte. 12. 9, 10, 11. 16. Jule. 8. Und sie achten und los. 150. Komm, schneller. Schwing. Ich war mir zu fertig. 150. Letzte Lacke. 130 haben wir. Tap Jumps. Und Tap. Ich hab 10 voll, Mona. Ich muss gleich noch weitermachen, Susi. Machst du weiter, Svenja? Okay, ja, fertig. Ja. Fertig. Ja, mache. Ich mache jetzt nochmal 12 hinterher, dann haben wir 180. Nee, 170. Ich hab 20, hab ich ja noch keine Ahnung, wie viel wir haben. Ja, sind ja 150 gewesen, 80, du musst mir sagen, wie viel du gemacht hast. Letzter und los. 9.
und Koch. Wie hast du? Dagmar, 20 gemacht. Okay, 750. Fertig, sind wir durch? Hast gepiept? Nein! Weiter. 10 Monate. Susi. Oder 90. Ja. 9. Eglet. Ja. Ich mache durch. Susi, was ist piep? Ja. Hoffe, es ist die Zeit. Ja, bitte. Ja, 191 haben wir. Letzter 5 Monate, ich mach dann weiter. Hast du die letzten 9 auch noch? Ja. Hast du die 9 noch, Jochen? Ja. Okay. Ich mach weiter, ne? Ja, mach 13 Stück, wenn du kannst, Susi. Dann haben wir 120. Und noch? 7. Ja. 8. Und 200. Letzter. Leute. Ja. Letzter Tag, 220 Susi. Ja, Jude. 10 Jochen. Go. Achtung, Susi, letzter. 9. 9. 10, komm. 220. Achtung, gleich kommt die letzte Runde. 40, 42. Okay, Achtung, Tap-Jump, Susi. Ja. Und los. Und los geht's. Letztes Mal Tap-Jump. Sag Bescheid, Susi, wenn du durch bist. Jude, du bist dran. Sag mir dann, wie viel du gesamt hattest. 8, Juli, 9 und 10. Eine Minute. 150. Ich hab dann 20 gemacht, doch. Ich muss noch 3. Okay, dann sind wir bei 140. 10 Monate. Letzter. Okay, 140. So. Letzter, ja. 60. Okay. Jude. 10. Noch einmal, Susi. Achtung. 12, komm, mach weiter. Letzter. 152 okay. Haben wir. Mach so viele, wir ja, gehen jetzt, Susi. Los. Mach bis zum Schluss. 15 Sekunden. 56. Mona? 160. 10. Mach weiter, weiter, weiter. Und 4. Jawohl. 105. Oh Mann. 265. Wie viel hast du noch geschafft, Susi? 10. 10. 10. Mega. 270 haben wir dann. Oh, wir haben 265. Okay. So, jetzt kommen die Split Squats. Bereitet euch für die Split Squats vor, Bulgarian. Oh. Zuletzt habe ich noch 12 geschafft, sag mal. Ach, 12? Ich warte Dämon und Rasenmäher. Ist das die Gruppe? Nein, das ist okay. Das ist okay. Susi, soll ich da mit den Split Squats anfangen oder willst du wieder anfangen? Nee, fahr ruhig an, gerne. Okay, Split Squats. Wer fängt an, Dagmar? Gern du wieder. Mir ist gleich. Eine Minute noch. Stell dir einfach an, okay? 5, ne? 5 pro Bein. Okay, also wieder 10. Und wann es piept, wann machen wir es fertig oder übergeben wir?
Machen wir es fertig, wenn es piept. Genau. Okay? Ja. Hey Svenja, wir machen es anders. Wenn ich hängen bleibe oder du, machst du weiter, wo ich aufgehört habe, weil sonst dauert das zu lange mit dem Wechsel. Ja? Meinst du nach den Tap-Jumps? Ja. Yeah. Oder wie? Ja, genau. Nee, in den Tap-Jumps, dann machst du da weiter. Wenn ich bei zwei aufgehört habe, machst du drei, vier, fünf und so weiter. Okay. Da verschaffen wir uns einen taktischen Vorteil, den keiner kennt sonst, weißt du? Na dann. So, 15 Sekunden, ihr Lieben. Denkt dran, wir starten wieder bei den Tap-Jumps. Ich fange an. Du fängst jetzt an, Jochen, gleich. Ja. Gut. So, ihr Tanz. Achtung. 3, 2, 1. Mona, fängst du an? Ja. Sie, sag Bescheid. Bescheid. So, ich versuche das aufzunehmen. Ja. Da hat der Jochen recht. So, eine Seite, jetzt andere. Und 5 Wechsel. Ja, und Susi. Ja. Oh, das ist nicht mal. Letzter. 4 und Svenja. Jude. Tut mir leid, da bin ich nicht klar. Ach, mach in Ruhe, Susi. Es geht um Training, nicht um Gewinnen. Ja, oh, ach so. Ach so. Bye. Ja. Oh, ja. Okay. 20 Hammer. Hey, Susi und ja. Letzter Dachmann. Ja. Jetzt wartet. Oh, alles genau. Tap-Jump. Machst du 8? Das war genau 30. Okay. Jetzt nochmal. Wir haben genau 30 jetzt. Sag Bescheid, Susi, ich habe falsch. Einer Seite 8, dann 5. Jetzt kannst du schon wieder. Ja, warte. Andere Seite. 3. 5. Letzter. Ja. Letzter, sag mal. Ja. Vier und nächste. Ja. 150, aber. Ich habe 4 auf einem Bein. Das andere Bein noch machen, du siehst. Ha? Ja. Schau mal leider, dass man noch. Du machst weiter, Svenja, mit einem rechts, so einem lahm, ey. 5 links. Alles gut, Susi. 1, 5. Gute Übung für dich. Ja. Ja, durch. Ja, das war gut. Jule. Ja. Ist das Susi? Ja. Letzte. 4 und letzte. Wenn du fertig bist, haben wir 100.
5. Wechsel, ja? Ja. Ich hab dir nur die letzten. Ach so, Leute. Ich hab jetzt 90 voll gemacht zu sehen. Ich hab 5 auf einem Bein. Gleich nochmal. Sag mal, ich hab die 5 noch geschafft. Ich hab 5 auf einem Bein. Okay, mach ich 5. Ja. Okay, Susi, ich hab's ganz geschafft. Ja. Okay, komm, Sonja. Du machst die 100 jetzt voll, Susi. 3. Julia? Letzter. So. Wechsel das rein, Susi. 3. 4. Oh. Und wechsel. 3. 4. Und Susi. Oh. Vor mein Arsch. 5. Fertig, da komm. Oh. 3. Susi. 15 Sekunden. Okay, hab genau 10. Hab genau 10. Ich bin fertig geworden, Judas, du bist dran. Also 2 wirklich, ja. Okay. Jawohl, bei 0. Ja. Genau. Ganz schön. Letzter Susi. Ja. Letzter Dagmar. Ja. Fertig. Komm. Und wechsel! Letzter Susi! Ja! 150! Letzter das mal! 2! Letzter! Ja! Achtung! Doch geschafft! Stopp. Hast du sehr gut! 5 ein Bein! Mona, ich muss noch weiter. Ja. Stopp, scheiße! Scheiße, gut, reinmachen! Mache 15, wenn's geht! Versuch bitte 15! Achtung, Susi, 4 und ja. Mona? 170 haben wir jetzt, wenn du durch bist, 180. Letzter, sag mal, die durch. Letzter. Also 15? Ja. Sehr gut, danke. Jule! Einmal noch, Susi. Letzter, Edward! Ein Hund, ja! Ja! Vier und Achtung! Wechsel! Sekunden! Ja. Gleich kommt die letzte Runde! Oh Gott! Letzter Dagmar und letzter. Hier habe ich geschafft. Letzte Runde. Okay. Einer fehlt. Mach einen mehr. Ja. Und noch einen. Ja. Okay,
5, 6. Achtung, Svenja. Kannst du mehr machen? Ja. Kannst du mehr machen? Ja. Die 15 haben es fort. Achtung, ja. 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 Und wechsle. Ah, mir ging nicht. Julia. Letzte, das macht. Jo. Komm, Susi. Die Runde machst du noch. Ja. Ja, ich meine nicht. Ja, gleiches Ende. Drei. Jetzt gleich. Sechse. Mach jetzt durch, Susi. Nein, du machst noch ein paar mehr. Ja, warte. Jetzt. Mona. Ach, voll. Ja, Zeit. Oh, ich weiß, das muss ja wer sein. Wir haben 235, kann das sein, Leute? Ja. Ja. Können wir mal eine Schweigeminute einlegen? Ja. Ja. Wenn ich mich nicht verdreht habe. So, Achtung, alles aufbauen. Letzter Komplex. Das ist der Bär. Ja, wie keine Ahnung, wie man das jetzt machen soll. Also, ja, da werden die Pausen unter Umständen ein bisschen größer, aber dann ist das so, ja? Wir arbeiten schön in Ruhe durch, Sven, ja, schön in Ruhe. Nicht keine Hektik, immer jeder ein Bär. Ich möchte ihr bitte sagen, ich habe 2x17,5 hier. Und es sind 2 Kurzhanteln. Ja, verstehe ich nicht. Da bist du ja untergewichtig, du müsstest 20 haben. Das ist so gemein. Mit einer langen Handel ist das so einfach mit 30 Kilo. Nee. Susi, nee. Susi, nimmst du sonst immer den Halber, dann nehme ich deine lange Handel. Sonst haben wir immer die Großhandel, genau. So, Achtung. Oh, Scheiße. Susi, willst du anfangen oder ich? Juli, ich fang an. Schön, ich fang an, ja. Alles klar, Mona. Okay. So, Lap Jumps. Komm schon, der letzte Runde, ich fang an. Und das. Okay. Ja. Okay. Oh, Susi. Ah, okay, eins. Ach, oh, Scheiße. Haben wir. Oh. Zwei, jawohl. Susi. Drei. 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 Oh. Ja, Valerie. Ich muss auch über Kopf reinschalten. Ja, ja, ja. Ja. Okay. 4. 2. Feierschritte. Okay. Ja. 5. Susi. Ja, genau das. Achtung, wir warten. Julia. 3, 2, 1. Hab ich doch geschafft. Ja. Oh, okay, ja. Los. Mach's. Und
7. 7 haben wir. Stark, Jule. Sehr gut. Ja. Krass. Ja. Ja. 8. Ja, ja, läuft mal. Und 10 waren das, jawohl. Oh. Oh, ja. Ah. 11. 2. Busi. 12. 12. Valerie. Und los, komm, einer geht noch. 13. John, so die 5 Sekunden. Okay, relax. Ach, scheiße. Wechsel. Also wie? 8. 13. 14, ganz stark. 15.18. 18. Komm rein. Ja, komm. Ja, was mach ich noch? Julia. Super, super, Schenja, 20. Nur ein. Valerie, ich habe 1000 Resistenz. Ich mache meine Härte stark nach. Egal. Mach Pause. Alles heiße ich. Ich mach noch einen, Susi, atme durch. Da, ganz stark, ja. Okay, wieder da. Okay, Susi, komm. Ja. Oh, 24. Ah. 25. Ja. Ja. 2. Sag mal. Schaffst du noch, Susi? Noch eins, wenn er kommt. Jule. Und los. Dein Video. Aber genau 30. Ja. Ja. Super. Ja, du siehst, fertig. Ja, fertig, mach auf. Das ist was. Oh nein. Oh nein. Okay. Ja, das darf man. Ja, gleichzeitig macht man. Okay, 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 okay. Du musst mich sehen. Und 4.
Weiter, weiter. Danke. Susi. Dylan. Nein, nein, ich. Komm rein. Jawohl. Super. 40 haben wir. Die vorletzte Runde. Susi? Oh, Wechsel. Julia. Ja. Mach keine Ahnung. Ich mach weiter los. Ja. Und letzte Touchdown. Okay. Okay, komm, letzte Runde. Letzte Runde, Leute. Komm, sehr stark. Du machst ja nochmal ein. Ich mach ein und du ein. Komm. Alles. Ja. Ja. Oh mein Gott. Feierabend. Wir sind fertig, Dako. Ich hab auch wieder angefangen. Ich doch. Ganz stark, Jude. Oh mein Gott. Mega, Susi. Danke, ja. Oh Gott. Oh Gott, meine Beine sind matsch. Sag mal, ich habe 46 gezählt für Svenja und mich. Kann das sein oder ist es zu viel oder zu wenig? Was habt ihr? Ich muss erst kommen. Ich habe erst zwei Erschnitte und dann einen Strich für einen Komplex. Lass mich rechnen. Von 46 werden dann 92, gell? Wir haben 49. Oh. Dann sind das jetzt alles zusammenrechnen, Jochen, ne? Ja, also die Bears mal zwei, das ist klar, gell?
Wenn ihr einen Bär. Okay. Ah, dann haben wir 92. Dann habt ihr 98, oder? Genau. Ihr habt, ihr habt 96, so rum. 49 mal 2. Ohne Taschenrechner, bitte. 49 mal 2. 80, 98. Ja, der 98, genau. Oh Mann. Ach, sie hat das fertig. 806. Sicher? Zusammengerechnet alles. Alles zusammengerechnet, ne? Ach, alles. Was hast du in der ersten Runde gerechnet? Hast du dadurch zwei deine Tuck-Ups? Ja. Ich habe die immer nur, ich habe 10 Wiederholungen gemacht und immer nur 5 draufgerechnet. Wie viel war es insgesamt? 195. Okay, wir haben 155, dann haben wir 265. 195, 270, 243 und 98. 195. Okay, dann hab ich mich verrechnet. Ja, ich sehe schon. Ja. Hast recht. Erstmal rechnest du gerade zusammen. 747. 184. Verdammt. Gesamtzahlen ist. Mein lieber Scholli. 677. 6. Können wir jetzt was trinken? 677, Dagmar, ja? Ja, 677. Okay. Hab ich. Susi, Valerie, was war bei euch nochmal? Was denn? Eure Zahl war irgendwas mit 800, gell? 806. 806. Und dann fehlt noch Mona und Jule. Also ich habe 786 für uns beide. 7, 8, 6. Kann mich einfach nicht konzentrieren, ist einfach zu laut für mich. Ich bin aus dem also, raus. Mona, Jule, 7, 8, 6. Susi, Valerie, 8, 0, 6. Dagmar, Adelaide, 6, 7, 7. Svenja, Jochen, 7, 4, 7. Das waren meine Ergebnisse. Very good. So, aber... Und die Franzi? Ja, die ist abgehauen, keine Ahnung. Ich glaube, dir ging's. Ich glaube, das war noch zu zeitig, glaube ich. Oh. Kannst du nach 3 Tagen Grippe schon wieder einsteigen? Das ist ja... High five, Susi! Svenja! Ja, vielen Dank! Wo ist sie? Ja, wo liegt sie? Ich verarzte mal meine Hand. Wo ist Svenja? Svenja ist los. Hallo. Aber wir sind noch nicht am Ende, Ladies. Nee, aber ich habe mich jetzt verabschieden. Wer will sich verabschieden? Jule. Ach so, okay. Dann weil Jule. Ich wusste nicht, dass wir jetzt heute 2 Stunden machen. Ja, das ist immer so am Samstag. Genieß es, Jule. Bitte? Genieß es doch. Jetzt kommt da nichts Schlimmes mehr. Mach da noch ein bisschen mit. Also Mona, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Geburtstag. Danke dir vielmals. Tschüssi, ihr Lieben. Jule. So, wer hat, kann sich jetzt eine leere Langhantel nehmen. Die Mädels eine 15er, die Jungs eine 20er. Oder eine Dumbbell. Guckt bitte, dass wir wirklich den Bizeps Curl machen. Kannst du mal runterscrollen oder hochscrollen, wie auch immer man das nennt? Ja, geht nicht tiefer. Warte. Hä? Da fehlt aber was. Okay. Ja, du siehst den halt nicht, aber ich krieg das nicht tiefer. Ich muss da nochmal einen Punkt unten hinsetzen, damit das tiefer geht. Ja, das ist aber auch ein alter Stand. Was hast du denn da kopiert? Ich verstehe das nicht. Ich habe das aus dem Dingens kopiert. Aus dem, du hast heute Morgen frisch kopiert. Ich habe, als du gesagt hast, dass ich das machen soll, als ich hier reingekommen bin, habe ich auf das Dashboard draufgeklickt und das darauf kopiert. Das stimmt. Leute, so in Anbetracht der Zeit machen wir jetzt einfach 50 Bizeps Curls und dann ist das Thema durch. Das steht doch immer noch so da drin. 42 Bizeps Curls on Wall, genau das steht da drin. Ja. Oder 2 auf Jochen. Nee, ich hatte noch. Ja, dann hat er das auch gespeichert. Ja, also ich kann ja nicht aktiv speichern. Ich kann ja nur eintippen und rausgehen. Ja, bei mir steht was anderes. Nee, hier nicht.
Okay, lass es einfach machen. Ich glaube, das liegt daran, dass es in der Übertragung. Wo bist du reingegangen? In die Excel-Liste, Valerie? Ist doch egal. Nee, egal, wir machen jetzt ja, dann deswegen. Im Dashboard überträgt er halt nicht alles. Also es sind 42 Bizeps Curls, 42 Shots Press und 42 Bizeps Curls nochmal hinten dran. 42, 42, 42. Und an der Wand bedeutet, wir lehnen uns an die Wand, so dass wir möglichst wenig Schwungbewegung aufbauen können und machen hier unsere Bizeps Curls. Lass einfach mal die 10 Minuten runterlaufen, Valerie, und dann passt es schon, glaube ich. Und dann kann ich das mit der 15er machen? Oder ich würde weniger nehmen, glaube ich. Oder nicht, ich probier mit der 15er. Ja? Aber greif die von unten, also nicht seitlich greifen, sondern von unten, dass die Hand praktisch unten ist. Dann ist es ein Bizeps-Curl, weil alles andere ist ein Hammer-Curl, wenn ihr seitlich greift. Okay. Was sind die anderen Übungen? Jetzt, lass uns erstmal die Bizeps-Curl machen. Das andere ist Shots Press, den zeige ich dir gleich. Lass mal reingehen. Okay, die Uhr läuft, Valerie? Nee, warte, Moment. Wand holen, weil das Kräne ich hier nicht mit meinen Kurzhanteln machen. Ich kann das auch nicht machen. Achso. Ja. Okay. Also wenn ihr so ein Gewicht habt, wo ihr Zehnersätze machen könnt, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Und los geht's. Bizeps like Mona, ja, die müsst ihr euch vorstellen jetzt. Los, Bizeps. Denk an Mona. Oh. Geht gar nichts mehr jetzt. Ja, das ist es. Oh Gott. Das muss ich mich verholen. So, 10 habe ich schon mal. Ich habe 13. Streber. Komm, Leute, ich will was sehen. Ich auch. Mona ist wahrscheinlich schon fertig. Mona Bizeps gähnt. Wir haben bei uns in der Box immer Pumping Friday und nichts anderes als 80er Jahre Musik hören und alles, was Muskeln aufpumpt, machen. Ja, auch. Schön. Das ist so üblich. Ja, auch, genau selber. Das haben wir immer samstags. Aber da ich in der Online-Box bin, brauche ich das nicht mehr so oft, weil wir pumpen jeden Tag. Keine Scheiß. Ist so. Kannst du das empfehlen, ja? Ja, ich verstehe überhaupt nicht, dass das so wenige verstehen. Ich irgendwie schon. Ich hätte, von Anfang an keine Videos machen sollen. Ja. Ah, 42. Oh Mann. Was? Seid froh, dass ich nicht älter werde. Zu wenig Gewicht. Ja, echt. Ja, ich habe nur das lila an der Band, oder das ist rote. Da sind noch die Lampe. Ja, genau, 17,5. Ja. Ist doch für meinen Klacks. Ich hab auch 20. Heißt nicht Mona, oder was? Das ist doch Hot Press ist doch das im Squat, oder? Ja, im Squat aus dem Nacken. Ah. Im Squat. Okay, das ist zu leicht. Ah. Entweder Nacken oder Brust, ist mir egal. Ja, was besser ist für euch. Eine Band für. Nachher kann ich nicht mal den Kochlöffel halten. Oh. Also gerne auch mit Band, so wie der bei der Valerie, ja? Dann könnt ihr euch das ein bisschen anpassen. Nehmt einfach ein Band, stellt euch rein und einfach im Squat aus dem Nacken rausdrücken. Okay. Unten bleiben, Mona. Genau, im Squat sitzen bleiben und rausdrücken. Ja, genau. Oh. Geht das mit deiner Schulter? Nee. Ah, dann lass es. Dann hör auf.
Es geht nicht mit dem. Nee. Mach ein paar Skullcrusher oder so. Mal ja, genau. Bizeps oder so. Oder Dips. Oh. Ah, Dips ist mit der Schulter auch nicht gut. Lieber Skullcrusher. Ich kann nicht im Squat bleiben. Dann nimm den Po höher, Adelaide. Geh so tief, wie du sich. Ach. Genau. Und jetzt hinten rein in den Nacken. Ach ja. Und jetzt rausdrücken. Ja. Okay, wenn das gar nicht geht, dann einfach im doch, Stehen. Doch, das geht, aber ich muss meine Haare bändigen. Dann sind die ab. Ich stehe jetzt auch mal. Jappa! Oh. Okay. Noch 12 Stück. Die Position mit dem Band reingegangen. Eine super Mobility-Übung, die Satzpress. Jetzt die Arme auseinanderziehen, ein bisschen breiter greifen, Susi. Genau, ja. Und je höher der Po, umso leichter ist es. Wenn du ein bisschen höher den Po nimmst, umso leichter wird's. Vom Widerstand des Bandes, umso tiefer, desto besser. Also Susi, die Woche schwächelst du ganz schön, muss ich sagen. Ja, aber im Workout habe ich alles gegeben immer, aber danach bin ich irgendwie die Luft raus. Und was ist die dritte Übung? Die dritte ist die erste. Dann machen wir nochmal die erste. Hast du auch an der Wand? Genau dasselbe, genau. Oh, okay. Ich habe es jetzt frei gemacht. Ich gehe jetzt wieder an die Wand. Bizeps oder was? Ja. Okay. Nichts leichter als das. Ja. Wir haben gestern Susi, gestern zu dritt waren Susi, Jochen und ich, haben wir schon gesagt, du machst bestimmt Bizeps, wenn du aufstehst. Ich? Achso, Mona, ja. Genau. Wenn ich euch jetzt sage, dass ich nie welche mache, dann klingt das auch ein bisschen doof, gell? Ja, dann können das ja nur Implantate sein, sei ehrlich. Am Geburtstag lügt man fein nicht, Mona. Nee. Ein Tag im Jahr. Und 42. Oh Gott. Weiß jetzt nicht, wie ich die Bizeps-Curls noch schaffen soll. Also ich muss euch sagen, Leute, es freut mich voll, dass wir zusammen in meinen Geburtstag starten mit Sport. Das finde ich mega. Habe ich dir das nicht gesagt? Ich habe einen Workout ausgesucht. Habe ich dir das nicht gesagt, dass wir am Abend nochmal einen Workout machen? Habe ich das noch nicht gesagt? Du, aber dann bitte mit meiner Partygesellschaft, weil nachher ist die voll hier. Kann alle mitmachen. Da kannst du testen, wer sportlich ist oder nicht. Da sind sie schnell weg. Dann selektierst du. Nur die Sportlichen dürfen sein. Geil, wenn wir zusammen wohnen würden und ihr würdet alle vorbeikommen mit Sportlichen und wir würden dann eine echte Session einlegen. Das wäre so. Das wäre mein origineller Geburtstagsfeier. Hundertprozentig würden alle. Die würden futtern und wir voll am Sporteln. Die würden alle mit Kopf schütteln und lachen. Die würden alle so definitiv. Lachen. Ja, absolut. Halten mich eh schon alle für bescheuert. Der will schon normal sein. Ja. Das sage ich auch immer. Normal kann jeder. Und dann kommt so ein Typ. Dann kommt so ein Typ wie mein Nachbar kommt dann und sagt zu Nadine damals: Du siehst aus wie ein Kerl. Original, du siehst aus wie ein Kerl.
Ey, das Gute ist, ich habe nur coole Nachbarn, die kommen alle und machen mit. Ah. Ja, nett ist doch deine Nachbarin, mehr oder weniger, oder? Meine sind super. Sag mal, Dagmar, bist du schon wieder fertig? Ja. 3x42, ja? Was nimmst du denn für Babygewichte, sag mal? Ja, ich kann ja nur die Hammer-Curls machen und da kann ich nicht so schweres Gewicht nehmen. Weißt du, ich kann ja den, die Innenseite darf ich ja nicht. Ach so, okay. Ja. Du hast noch eine. Bin ich wieder aufgefallen jetzt. Du hast noch eine. Das Bizeps ist einfach auch voller Power. Eine Woche oder noch zwei Wochen, sag mal. Reicht's schon oder muss ich noch? Dagmar, hast du noch eine Woche oder zwei Wochen? Im Augenblick ist es wieder so, hat sich so beruhigt, weil ich es wirklich stone. Dass du es doch überlegst, nicht zu machen. Okay, wird doch die letzte Lösung. Achtung, Leute, wir machen die 10 Minuten voll und dann ist Schluss. 30 Sekunden. Ja. Und durch heute noch was. Klar. Ich fand übrigens heute das erste Mal das Zählen richtig herausfordernd. Ja, ja. Es kann auch sein, dass ich mich um 10 oder 20 verzählt habe. Ja, ich würde auch nicht drauf wetten heute. Das glaube ich nämlich auch, Valerie. Hundertprozentig. Naja, selbst wenn du 20 abziehst, haben wir immer noch mehr als du. Das war gut, Valerie. Und darauf kommt es ja schließlich an, ne? Um das. Ja, aber weißt du warum, Valerie? Weißt du warum? Ja. Weil du nicht AX gemacht hast. Du hast mehr genommen als AX. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Das ist nicht fair. Ja? Ich hab mehr genommen als AX. Das ist ja. Deswegen. Das bescheißen kann ja jeder. Ja? Das ist einfach, dass das, die Konstellation Susi und ich, das ist einfach so. Ja. Im Schlagzeug. Ich hab Susi nur immer jammern hören. Oh nee, mach die noch einen. Da kommt die geballte Frauenpower aufeinander. Bei dem Bulgarian Split Squats, ich kann nicht mehr. Valerie, mach du ein paar mehr. Valerie hat es gemacht. Ja, aber dafür ist doch ein Team da. Ja, klar, genau so soll es sein. Genau so. Haben wir auch gemacht mit Svenja. Apropos Svenja, wo sind die? Stimmt, die ist gar nicht da. Wo ist die? Die hat gerade geschrieben, ihr Datenvolumen ist aufgebraucht und WLAN läuft nicht. Oh. Die Arme. Kannst du mal die Musik ausmachen, Valerie? Voll, ich glaube, den Lippen hier. Guck mal. Der Jule war das heute so wild. Was denn? Zeig mal, Susi. Oh ja. Ja. Die Knee to Elbow, gell? Das waren viele. Weißt du warum? Meine Handschuhe haben genau an den Stellen Löcher mittlerweile. Oh, ich glaube, ich brauche mal neue. Sind das Lochschuhe? Ach, war schön mit euch. Vielen, vielen Dank an alle. Ihr Lieben, danke euch. Mein Akku ist auch gleich tot hier. Ja, auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Mona. Mach mal irgendjemand ein bisschen Dehnung mit mir. Also nur wer will, also jeder für sich, meine ich. Ich will bloß nicht alleine ausdehnen. Hat da jemand Lust? Ja. Ich bin raus. Danke euch, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Schönen Tag.